suchen ja immer nach ganz besonderen Orten. Und hier in der Region gibt es ja ganz, ganz viele andere tolle Spielstätten. Und darunter gibt es auch das Planetarium in Wolfsburg. Und das ist natürlich ein ganz besonderer Ort, denn wir haben hier nicht einfach nur eine 2D-Leinwand, sondern eine riesengroße Kuppel, 15 Meter Durchmesser. Das ist sogar die größte Kuppel Niedersachsens. Und da sind wir ins Gespräch gekommen und haben gesagt, okay, wir sollten Filme auch mal hierher bringen. Und das war eine Win-Win-Situation, weil was passt besser in ein Planetarium als Filmklassiker, die irgendwie im Weltall spielen? Warum das ein spezieller Ort ist, um Science Fiction zu zeigen, ist, glaube ich, die einfachste Lösung. Wir zeigen sowieso die Sterne und alles, was im All zu finden ist. Und da passt sowas natürlich hervorragend, abgesehen davon, dass man hier super gut sitzen kann. Und wir haben eine der besten Soundanlagen, die man in wahrscheinlich Niedersachsen, vermutlich sogar ganz Deutschlands finden kann. Die Moro-Anlage, die hier drin ist, ist, soweit ich weiß, in Deutschland einzigartig. Wir haben im März 2023 gestartet mit dieser Kooperation. Da haben wir Stanley Kubricks 2001 gezeigt. Und da war klar, dass einer der nächsten Filme Alien sein muss. Und ja, das ist natürlich ein ganz besonderer Film. Er ist 44 Jahre alt und man merkt das dem Film einfach überhaupt nicht an. Die Präsentation hier in so einem Kuppelsaal ist schon höchst beeindruckend. Das ist mal was ganz anderes. Aber gewöhnt man sich relativ schnell dran und ich denke, gerade für Science-Fiction-Filme ist das hier ein sehr guter, wenn nicht sogar idealer Präsentationsort. Wir hatten 3,5 Stunden Anfahrt und durch verschiedene Staus, aber es war es auf jeden Fall wert, heute hierher zu kommen. Super Atmosphäre, gerade Alien, ein ganz klarer 10 von 10 Punkte Film. Alien, coming this summer to a theater near you. Wir bleiben einfach dabei und spielen die Klassiker, die richtig cool sind. Und die neuen Sachen, die irgendwann zu Klassikern werden, das überlassen wir dem Filmfest in Braunschweig so, wie es sich auch gehört. Wir haben schon ein paar Veranstaltungen für die kommenden Monate geplant. Es gibt im Januar 2024 einen Kurzfilmabend. Der wird auf jeden Fall ganz, ganz besonders, denn wir werden unterschiedliche Kurzfilme hier zeigen, die alle irgendwie mit dem Weltall zu tun haben. Und dann werden wir zum Weltfrauentag hier eine kleine Veranstaltung haben. Dazu verrate ich noch nichts. Und wir werden einen kleinen Filmklassiker auch für die Kleinen unter uns oder eben für die, die die Nostalgie-Momente feiern, zum Weltkindertag im Juni dann noch planen. Und dann mal gucken, ob wir noch im Herbst dann wieder einen richtigen Filmklassiker à la Alien hier nach Wolfsburg ins Planetarium bringen.